So. Wir haben jetzt einen Act hinter uns. Das ist doppeldeutig. Also hinter mir liegt ein Act. Nein, der steht. Die sind heute von ganz weit her angereist. Das haben wir manchmal. Eigentlich ein Act pro Veranstaltung. Ich sag mal, einen Künstler von außerhalb müssen wir die Chance geben, sich in Hamburg zu präsentieren. Ist nicht so einfach in Hamburg mit Publikum. Überhaupt Publikum in die Veranstaltung zu ziehen. Die auswärtigen Acts bringen normalerweise auch keine Leute mit, deshalb haben wir auch nur einen in der Veranstaltung. Stimmt nicht. Moment. Das werden wir gleich testen. Aber bevor ich dazu komme, wollte ich sagen, Sie sind wirklich von weit her angereist und ich finde, das ist schon mal eine riesen Bekundung von Respekt wert. Sie kommen nämlich aus der Main-Rhein-Gegend, aus Mainz und Oberursel. Und wie viele sind für die beiden heute extra hergekommen? Tatsächlich, sie haben Publikum mitgebracht. Ich bin begeistert. Aber was ich noch bemerkenswerter fand, ist, dass der eine von denen sogar vor ungefähr einem Jahr extra nach Hamburg gekommen ist, um sich den Theaterclub anzuschauen. Ja, ja, und dann hat er gesagt, finde ich gut. Will ich spielen, komme ich nochmal her. Von Mainz und Oberursel. Und ich frage ja vorher immer Genres ab. Ich will mal wissen, wer spielt, was machen die eigentlich? Weil das ist mir viel zu aufwendig, irgendwie bei YouTube oder irgendwo zu gucken. Und ich will ja einschätzen können, wen ich in die Veranstaltung hole, weil ich will immer ein möglichst buntes Programm haben. Und sie haben ja auch ihre Stilistik gesagt. Das wollte ich euch gerne vorlesen. Das sind die nächste Kombo, die jetzt auf der Bühne steht, machen Akustik Chill Out. Oder, nein, eigentlich machen sie Folk Pop Latin Soul Jazz. Ah ja. Also wenn man es genau nimmt, machen sie eigentlich Soundscapes. Kann es sein, dass sie mich verarschen wollten? Also was auch immer sie machen, das könnt ihr euch jetzt selber ein Bild von machen. Ich glaube Ihnen kein Wort mehr. Ladies and Gentlemen, wir haben heute auf der Bühne im Theaterclub. Seid ihr überhaupt schon fertig? Ja! Yeah! Ladies and Gentlemen, auch ganz weit hier angereist, seltsam! Ganz weit her, im wunderschönen Garten. Ich bin öfter hier. Mello. Ja, manche Leute sagen auch, dass ich ein Viertel Norddeutscher inzwischen bin. Ich habe nämlich ein Lied geschrieben, aber das kommt erst später, was mit dem Norden zu tun hat. Wir fangen an mit dem Grund, warum viele Musiker Musik machen. Sie wollen Geschichten erzählen. Ja, und manchmal erzählen wir so viel, dass wir wie ein alter Inuit wirken, weil wir von allem erzählen, was es so gibt. Was den Sound angeht und beziehungsweise den Stil, Jan, ja, es ist so, wir machen alles Mögliche, aber im Endeffekt ist es seltsam. Sitting there, talk about
auf das aktuelle Album von uns. Lucknow Inuit. Ist blau, rund, von außen und eckig. Kann man nur bei uns kriegen oder online in unserem Internetshop. Aber es gibt es nicht bei Amazon, iTunes, bla bla. Das gibt es dann nur als Download. Okay, wir kommen zu dem Song, von dem ich gerade sprach. Und zwar Suitcase Ship. Dieses Lied ist meinem Patenkind gewidmet, weil der hat dieses Suitcase Ship gebaut. Sein Schiff, in dem. Nein, ein Schiff, das es gab, das hier auf der Elbe gefahren ist und inzwischen existiert es nicht mehr, aber es existiert in diesem Koffer. Und man macht den Koffer auf und dann steht das Schiff als Modell drin. Mit Licht und allem. Und den ganzen Geschichten, die dieses Schiff ausmacht. Ja, deshalb Suitcase Ship. Right, I'm
kommen jetzt von der Elbe von Hamburg, etwas südlicher, nach Paris. Paris, Stadt der Liebe. Wir haben es mal von einer anderen Perspektive gesehen. Rain in Paris. Dass weil alle Deutsch singen, müssen wir auch Deutsch singen, sondern bei uns sagen die Lieder uns, was sie wollen. Viele wollen auf Englisch gesungen werden, passiert so, wird geschrieben, wird Musik gemacht, fertig. Das Stück ist eine Hommage an meine Oma und indirekt auch an alle Leute, an alle Frauen, die nach dem Krieg gesagt haben, wollen wir weitermachen. Und danach kam wunderbarerweise das Wirtschaftswunder und sonst was. Viele Männer, Propagierende, toll, super, haben wir geschafft. Aber wer stand vorne dran? Die Frauen, diese Frauen. Wir nennen sie Trümmerfrauen. Ich finde aber, es ist an der Zeit, sie anders zu benennen, Wundermädchen.
gab's die Liebe, keiner sie mehr liebte. Du gabst ihnen Hoffnung, keiner an sie glaubte. Du warst ihr Wundermädchen. Mit dem Verein Bundeswehr nie was zu tun gehabt. Nur gedacht, nee, ich gehe da nicht hin, brauche das nicht. War auch nie da. Und dennoch hat mich das letztlich berührt, weil wir immer wieder über Helden reden. Wir haben ganz viele Helden im Fernsehen oder sonst wo. Die Leute, die haben wirklich was zu tragen und haben wirklich Stress, dass sie da waren, haben ihren Job gemacht. Man kann darüber nachdenken, ob das richtig oder falsch ist, aber sie haben ihn gemacht und sie bringen ihr Paket mit und ihre psychischen Probleme. Und deshalb kam mir der Gedanke, Heart of the Warrior, das Herz des Kriegers, was es alles machen muss, um das zu tun, was es tut. Ja. But I'm a man to do my job.
Papas in my order to unlearn. That's what deep in my heart filled with peace. Got the family on the fence. Ich muss euch vielleicht noch kurz was erzählen, jetzt wo wir ungefähr in der Hälfte der ersten Hälfte sind.